Hallo und herzlich willkommen zu einem Vorgestellt oder Ausprobiert, je nachdem. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Eher ausprobiert. Wir gucken uns mal das Spiel Production Line an. Ich mache erstmal die Musik leise. Das Spiel ist im Early Access verfügbar, also ist noch nicht die finale Version. Es können Fehler auftreten. Hier sind die Einstellungen, Bildschirmauflösung kann man einstellen, Soundeffekte und so weiter und so fort. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Also es würde von der Firma Positec Games, also ist der Publisher, von denen kommt das, bekannt von Big Pharma oder Democracy zum Beispiel. Und in diesem Spiel haben wir die Aufgabe, eine Autofabrik aufzubauen und diese dann effizient zu gestalten. Ich drücke mal auf Pause kurz, sonst verlieren wir hier Geld. Ja, Autos herzustellen und halt die Produktion effizient zu gestalten, damit man auch Geld verdient. Man hat hier einen Ton, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, wo man dann sehr viele verschiedene Sachen entwickeln kann oder forschen kann. Aber dazu will ich dann später mehr erzählen. Wir fangen jetzt erstmal an, hier so eine Produktionslinie aufzubauen. Also hier kann man bauen. Das sind hier die Ressourcenimporte. Also durch die Fenster kann man Ressourcen importieren. Und mal mit der Steuerung hier so. Hier haben wir auch wieder so ein Importfenster und hier ist so ein Export, also Ausgangstor, Warenausgang. Da wo dann im Idealfall die fertigen Autos rausgehen. Und jetzt kann man hier, das sind die Produktionsstraßen, wie man es halt von ja, modernen Werken erkennt. Und dann hat man hier die einzelnen Stationen. Dann klappen wir mal auf, das ist jetzt hier alles noch ausgegraut, weil das noch nicht erforscht ist. Also wir fangen an mit dem. Wir machen das mal so rum. So. Zack. So, jetzt haben wir hier No Route to Stockpile. Das ist dann hier Resource Importer. Den setzen wir hier hin. Da haben wir dann oben so eine Schiene. Und die können wir jetzt verbinden. Wie sieht man, hier ist grün und da ist rot, also da muss es hin. Na, das ist noch alles ein bisschen hier. Alpha, Beta, Gamma, Status. So, jetzt sehen wir hier, was alles importiert wird. Und da füllt sich das Lager. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Mit den ganzen Einzelteilen. Und hier fangen die Roboter an, schon etwas zusammenzubauen. So, und dann gehen wir weiter. Als nächstes Fit Body, also die Karosserie. Wir lernen gleich mal hier einmal freilassen. Und das verbinden wir hier mit der Produktionsstraße. Ja, es hat nicht geklappt. Jetzt klappt's. So, und da geht der erste Rahmen zum nächsten Produktionsschritt. So, No Route to Stockpile, das kennen wir ja schon. Da können wir dann hier, können wir eine zweite machen. Ja, dann wir machen von hier aus einfach darüber. So, und da seht ihr, wird das Lager gefüllt und da fangen die an zu bauen. Gut. Die nicht weiter. Ach so, weil Teile fehlen. Gut. Ja, genau. So, und als nächstes gucken wir mal. Also alles hier schön in der Reihenfolge für Blöde wie mich. Als nächstes die Lackierung. Die werden wir auch gleich mal hier ranbauen. Lassen immer mal eins frei. Falls wir dann zwischendurch nochmal so eine Abzweigung bauen müssen. So,
Nach der Malerei. Achso, wir müssen die Malerei dann noch mit dem verbinden. Die Lackiererei. Malerei, ja. Alles klar, und da kommen schon die Farbfässer an. So, jetzt müssen wir noch die verbinden, die zwei Produktionsstätten. Zack. Und wenn der hier fertig ist, dann mal, wie weit ist der? Gucken wir mal. Nee, Moment. So. Jetzt ist er fertig. Also hier sieht man irgendwann mal die verschiedenen Tasks, die gemacht werden. Also Motorhaube, Dach. Das war gerade der Autosave-Bildschirm. Ja, was gerade montiert wird. Und hier steht dann auch die Gesamtzeit, die gebraucht wird. So, nach der Lackiererei wird die Hochzeit gefeiert. So wird das genannt bei der Autoindustrie, wenn der Motor dann ins Auto kommt. So, dann müssen wir hier auch wieder, nee, nicht Ressource. So, zack. Das ist jetzt auch noch nicht das Optimale, weil alle Teile jetzt hier über diesen ganzen langen Weg bis dahin kommen. Später könnte man sich überlegen, hier noch einen zweiten Ressource-Importer sozusagen zu bauen, um die Station hier oben zu versorgen. So, Engine. Das ist noch in der Lackiererei. So, das haben wir jetzt. Dann machen wir fit das Accessoires. Das können wir so drehen. Weiß gar nicht, was da montiert wird. Aha, Licht, Hupe, Sitze, Windschutzscheibe und ja, Armaturenbrett, ne? Der Sport. Armaturenbrett. Könnte sein, ne? So, zack. So, verbinden wir. Und wir machen das gleich mal hier mit dem Ressource-Importer. Setzen wir mal hier hin. Und dann machen wir, versorgen wir mal die letzten Stationen hier über die. Und da kommen die Einzelteile. Funktioniert also. So, was haben wir denn noch? Fit Electronics. Drehen wir auch wieder. Machen wir eins freilassen. Verbinden das mit der Produktionsstraße. Und hier zweigen wir ab. Für die Teile. Hat das jetzt geklappt? Müsste eigentlich hier was importieren, oder? Gucken wir mal. Wir bauen erstmal weiter. Fit Electronics Quality Check. Machen wir hier. Produktionsstraße. Da brauchen wir wohl durch keine Verbindung zu diesen Rohstoffdings hier. Warte mal, jetzt kommen Sitze. Na, irgendwie. Weiß gar nicht, ob das hier hinhaut. Waiting for next vehicle. 2 Minuten braucht das. Und hier brauchen wir 14 Minuten. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Hat so geklappt. So, dann haben wir Quality Check. Und Export, den müssen wir hier ransetzen. Weil der passt nirgends hin. Also nur hier ans Tor. Und den verbinden wir dann auch nochmal von hier nach da. Und da geht unser erstes Auto in den Export. Quality Check. Ach, war hier. Export. Okay. Unser erstes Auto. Jetzt können wir den Namen vergeben für das Auto. Was nehmen wir da? Ultimate Car. Und hier können wir den Preis festlegen. Market Value, wir werden mal ein bisschen höher ansetzen. 10% über den Market Value. Jo, dann gucken wir mal, ob wir es verkauft bekommen. Und zack, war es verkauft. Also hier stand, habt ihr gerade gesehen, war so eine kleine 1 zu sehen. Wir haben kein Auto im Showroom sozusagen oder im Lager. Also denke ich mal, werden wir den Preis ein bisschen höher machen. Und je nachdem, wenn die Autos dann auf Halde liegen, können wir den Preis noch immer noch runtergehen. Jo,
Das ist die ganze Produktionsstraße. Und so werden Autos produziert. Jetzt gucken wir mal nach dem Auto. Quality Check. Ah, hier sieht man auch mal schöne Statistiken. Ne? Waiting for the next vehicle dauert ganz schön weit. Lange. Und das könnte man auch optimieren, weil die halt 60% der Zeit warten, ohne dass sie was machen. So, hier ist eine 1. Und ja, wir werden mal ein bisschen schneller machen. Und irgendwann, denke ich mal, wird das Auto auch verkauft sein. Für den Preis. So, war wieder Autosave zwischendurch. Und Auto verkauft. Also für den Preis geht es auch noch relativ günstig gut raus. So, dann gucken wir mal hier. Hier staut sich was. 1, 2, 3. Wir gucken mal nach den Zeiten. Also das braucht 13 Minuten knapp, um ein so ein Chassis herzustellen. Und hier, das braucht 31 Minuten, um ja, den ganzen Rest dran zu bauen. So, das klappt. Das Auto ist gerade raus und das neue rein. Aber wir könnten eigentlich. Warte mal, wir gucken mal hier, wie lange das dauert. 22 Minuten. Und 14 Minuten. Also hier könnte man, glaube ich, zwei. Ja, die warten hier zu viel. Da. Waiting for next vehicle. Also, und genauso sieht es hier aus. Die warten mehr als sie arbeiten. Und hier unten können wir gucken. Bei der ersten Station. Oder bei der Station hier. Genau. Die warten halt nur 4%. 8% warten sie auf Ressourcen, also die hier importiert werden sozusagen. Da könnte man noch was optimieren. Aber die Station ist voll ausgelastet. Dann gucken wir mal bei der Station. Ja, die warten auch. Wo sie next Slot ist quasi, dass hier das Chassis weggeht und die weiterarbeiten können. Also sie warten auch nur. Dann könnten wir jetzt mal probieren. Fit Body, eine zweite Produktionsstelle zu bauen. Mit Ressourcen versorgen. So. Und dann zweigen wir von hier dahin ab. So, und da wir jetzt, dann mal das braucht ja 31 Minuten und die Malerei 34 Minuten, wäre die, glaube ich, völlig überlastet, wenn von zwei Stellen die Autos kämen. Habt ihr gesehen, das eine ist hier jetzt. Ja, und da ja das hier auch 31 Minuten braucht, bauen wir am besten nochmal eine zweite Malerei dazu. Geld haben wir ja. Also Paint machen wir hier dazu und die lassen wir jetzt parallel laufen. Dass quasi das Auto hier bemalt wird. Naja, lackiert. Wird ja nicht bemalt. So. Okay. Und jetzt gucken wir mal hier. Fit Engine, wie viel Zeit das braucht? 22 Minuten und das braucht 34 Minuten. Probieren wir es mal. Wir probieren es mal. Wir können ja später dann nochmal. Aber ich glaube, das wäre. Naja, ich glaube, wir brauchen auch eine extra. Extra Fit Engine Station bauen. Habt ihr gerade gesehen, das Auto ist gerade raus und dann kam schon das nächste hinterher. So, Conquer, so. Na. Jetzt staut sich hier unten nämlich auch schon.
Jetzt brauchen wir Ressourcen. Die holen wir von hier oben, damit es unten nicht so ab ausgelastet ist. Und was haben wir hier? Fit Accessoires. Und das probieren wir einfach. Obwohl, hier ist auch schon wieder das nächste Auto. Gucken, wann das fertig wird. Und wann das fertig wird. Das ist fertig. Ja, das geht ziemlich schnell hier. Wie viel Geld haben wir noch? 148.000. Fit Accessoires. Das wäre hier. Machen wir auch nochmal extra. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir die Produktionsstraßen hier noch hinbekommen. So, das geht weiter. Und hier können wir jetzt eine Straße so rumbauen. Das wird hier schon versorgt. Also hat gepasst. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Also hier ist jemand drin, hier ist jemand drin. Also Running ist auch ausgelastet, okay. Das ist auch ausgelastet. Jetzt gucken wir mal hier vorne nach. Running ist auch ganz gut ausgelastet. Und hier unten, ja, passt. Gut. Und die Autos verkaufen sich auch gut. Dann können wir den Preis nochmal erhöhen. Machen wir 50%. Tja. Dann haben wir unsere erste Produktionsstraße aufgebaut. Jetzt verdienen wir Geld. Hoffe ich. Dann fragt man sich natürlich, naja, jetzt ist das Spiel doch fertig. Jetzt könnten wir doch aufhören zu spielen. Aber wir haben ja noch die Forschung. Um zu forschen, brauchen wir, können wir das schon bauen? Research Office. Ja, das Geld reicht noch. Das packen wir mal hier hin. So, und dann kann man hier den ganzen schönen Baum, also ist alles noch Alpha, ist noch nicht fertig. Early Access. Kann man sich hier verschiedene Sachen aussuchen und sich da halt spezialisieren, zum Beispiel. Accessoire, kann man dann die Hupen, die Lichter, die Sitze und die Windschutzscheibe selber bauen, dann braucht man die nicht mehr importieren und spart sich wahrscheinlich dann Geld. Und genauso, wie war das hier unten? Engine Specification. Genau, hier steht mal, also New Slot Paint Undercoat, Dry Undercoat, Paint Finish und Dry Finish. Also hat man dann vier extra Stationen, die halt die vier jeweiligen Aufgaben übernehmen. Und ja, High Pressure Paint Nozzles, genau, geht dann schneller. Hier kann man die Effizienz erhöhen, zum Beispiel schneller, genau, faster Ressource. Dann machen wir das mal, weil manchmal warten ja die Stationen auf die Ressourcen und wenn das schneller hier durch die Schienen durch rüberläuft, dann passt das auch mehr. Besser. Und im Endeffekt kann man dann auch noch, wo war das? Halt Stationen bauen, genau das war hier oben. Sich den ganzen Kram selber bauen. Und dann braucht man das nicht mehr importieren und spart dadurch auch Geld. Und wenn man hier so auszoomt, das war jetzt eine Produktionsstraße, hat man hier noch viel Platz für andere. Also da ist noch genügend Potenzial für weitere Spiele oder Optimierungen. Gut. Das war's jetzt fürs Erste. Ich werde mal gucken, ob ich dann weiterspiele oder euch das dann zeige mit den Forschung oder sowas, das wäre vielleicht mal ganz interessant und wie man dann zum Beispiel jetzt die Einzelteile selber herstellt, würde ich dann vielleicht auch nochmal mit reinbringen. Also schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis dann. Ciao.